Kotan Immobilien. Seit über 25 Jahren für tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Kotan Immobilien. Am 15.11. beginnt in Ludwigshafen um 11.11 Uhr die 10. Ludwigshafener Straßenfasnacht. Guggenmusiken, Solisten, Musik- und Karnevalsvereine sorgen ab dann für Unterhaltung. Zum vierten Mal findet mittlerweile auch der Dämmerumzug statt, an dem eine Vielzahl von Fasnachtsklicken teilnehmen. Dieser beginnt um 17.30 Uhr unter der Führung der amtierenden Miss Ludwigshafen Anita Haug und führt von der Otto-Schnabel-Straße durch die Bismarckstraße bis zum Rathaus-Center. Im Anschluss ist ebenfalls ein Unterhaltungsprogramm bis ca. 21 Uhr angesetzt. Weiteres nun von Hans-Jürgen Mendel von den Huddelschnuddlern und von Ortsvorsteher Christoph Heller. Herr Mendel, auf was dürfen sich die Ludwigshafener freuen bei der Straßenfasnacht, die am 11. November in Ludwigshafen stattfindet? Auf jeden Fall auf sehr, sehr viel Spaß an der Straße, auf wunderschöne Kostüme, ob sei es Hexegruppe, Guggenmusiker. Wir haben das Ludwigshafener Kinderdreieckstern von der Stadtgatter Ludwigshafen dabei. Wir haben die Miss Ludwigshafen, die Anita Haug dabei. Also es ist vielseitig und kommen Sie nach Ludwigshafen, schauen Sie es an. Also das Programm kann man dann ab morgen endgültig auf der Homepage der Guggenmusik Huddelschnuddler nachlesen, www.huddelschnuddler.de. Da kann man es auf jeden Fall nachlesen. Ansonsten, auf was erwarten wir? Wir fangen morgens 11.11 Uhr an mit der Eröffnung am Lichttor vom Rathauscenter Ludwigshafen. Haben dort ein wunderschönes Rahmenprogramm, wo über den ganzen Tag geht. Also Vereine sind insgesamt tagüber gesehen 44, sind so circa zwischen 800 und 900 Teilnehmer, wo da dabei sind. Und damit dieses Jahr schon ein normales Jubiläum, zehnjähriges, aber noch viel wichtiger, nächstes Jahr 11 Jahre und damit ein fastnachtliches Jubiläum. Ganz einfach, zum einen der Grundgedanke und die Idee der Fastnachtstraße Fastnacht waren zwei Leute. War die Jogl Mendel und ich. Und deshalb bin ich überhaupt dabei, weil wir zwei zusammengesessen waren und gesagt haben, wir wollen das machen und wir gucken, wie es geht. Und da haben wir ganz klassische Arbeitsverteilung. Ich gucke, dass wir die Genehmigungen haben, die wir über die Verwaltung und den Bereich brauchen. Und die Huddelschnuddler und die Jogl macht alle anderen Bereiche wie Bühne oder dann auch die Koordination mit den Karnevalvereinen. Ich bin Murmelkönig und bin deshalb verpflichtet, immer, egal wo ich bin und wann ich dort bin, eine Murmel dabei zu haben. Hab sie normalerweise auch extra im Geldbeutel. Zeigen Sie die mal bitte. Okay. Haben Sie sich natürlich darauf vorbereitet. Also jetzt gehen wir wieder zurück. Wir gehen davon aus, Sie hätten die jetzt nicht dabei. Und was müssten Sie jetzt bezahlen? Das kommt darauf an, wer mich erwischt. Der eine ist zufrieden, wenn er das Kaffee kriegt oder irgendein Getränk seiner Wahl. Der nächste, und dazu gehört vor allen Dingen der Jogl Mendel, der mich regelmäßig kontrolliert und mich dieses Jahr doch etliche Male kriegt hat ohne Murmel. Der kassiert prinzipiell pro Vorfall 11 Euro, die er für seine Jugendkasse nimmt. Das Gute ist, für die Jugendkasse gebe ich sogar näher. Wenn man aber zum vierten Mal trifft und er kontrolliert, wird es langsam blöd.